So Leute, willkommen zurück zum Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker mit dem Cloud von Delivery LP und heute bin ich nicht allein. Denn der Deathrock ist mit dabei, hallo Leute. Du hast es lange gebraucht mit ja, zu checken, was... Ich hab gedacht, du sagst das deswegen. Nee. So, ich guck einmal auf die Karte. Ja. Meduli steht da, warum steht die da? Ich geh mal da hin. Die geht man nicht mit. Ach, in dem Raum war ich schon... Was? Der Raum fand ich so ätzend, weil da waren so Steintafel vorne, da siehst du ihn schon, die Zombie-Viecher. Mhm. Ich hasse die Viecher mehr als alles andere. Die bewegen sich doch nur, wenn du nicht hinguckst, ne? Nee, die bewegen sich erst, wenn man näher dran geht. Ach so. Und dann machen die ja diesen hässlichen Schrei. Mhm. Und dann bewegt dich Link ja nicht mehr für kurze Zeit. Die gab es ja auch schon Ocarina of Time und da habe ich die auch schon gehasst. Mhm. Vor allem, weil die so viel ausgehalten haben. Nee, das geht hier eigentlich, muss ich sagen. Ein paar Schläge nun, dann sind die eigentlich schon weg, aber... Okay, ja. Mann! Alter! Will ich eigentlich natzen? Ich soll erstmal den Fetten loswerden, weil der nervt. So. Das ist jetzt besonders nervig, warum, wenn du dich jetzt fragst, warum ich so seltsam umher irre, der infiltriert meine Steuerung. Aber der ist jetzt weg. Das ist nicht schlecht. Ah, einen Schatz einsammeln. Auch wenn ich nicht mehr weiß, was es damit auf sich hat, aber machen wir mal. Ich weiß auch leider noch nicht so ganz, wie ich die erledigen kann. Also auf andere Weise. Ist ja irgendwann passiert das, meine Steuerung schon wieder invertiert. Vielleicht mit dem Spiegelschild? Das habe ich mir auch schon überlegt, mit dem Licht dann, aber ich war jetzt bisher zuvor, das zu versuchen. So, und da wir jetzt zwei Gegenstände haben, die spiegeln, mit Medulis Lira oder was auch immer, ist so Harfe? Harfe, die hat vier Seiten. Keine Ahnung, was genau das ist, aber irgendwas in der Richtung ist das. Können wir jetzt ein bisschen mit dem ganzen Kram rumspielen. Aber ich glaube, es muss Meduli rauf. Wobei. Ich glaube, das ist eigentlich egal, wie ich es richtig ausrichte. So, wir spielen einmal die Sonate des Puppenspielers. Denn dadurch können wir in die, in den Kopf von Meduli rein. Mhm. Und dann ein bisschen umherfliegen. Aber ich glaube, das funktioniert so nicht so ganz. Ich glaube, das muss ich doch andersrum machen. Ich bin mir allerdings noch nicht so ganz sicher. Dann spiele ich nochmal die Sonate. So, und dann fliegen wir einmal darüber. Und hoffen, dass es auf diese Weise dann funktioniert. Okay, sie schießt auf jeden Fall schon mal nicht so sehr nach oben, glaube ich. So müsste es eigentlich gehen, oder? Ich denke mal, ne? Gut, dann schlüpfe ich jetzt wieder in die Rolle von Cloud. Ja, das dürfte so funktionieren, wenn ich richtig drin stehe. Wie war das noch? Muss das Schild auspacken. Kann die sich mal weniger bewegen? Das funktioniert so nicht. Ich muss da unten das Ding treffen. Mhm. Jetzt treffe ich gar nicht mehr. Ich muss auf jeden Fall das Licht irgendwie dahin kriegen. Ich frage mich auch, was es mit den Statuen auf sich hat. Dahinter ist nämlich eine Truhe. Mit Meduli kann ich dahinter fliegen, aber die kann Truhe nicht öffnen. Was natürlich ein bisschen doof ist. Ja. Muss ich das doch irgendwie mit Cloud machen? AK Link? Man weiß es nicht. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Kann ich den nicht irgendwie so fixieren? Das
dass du so stehen bleibst. Nee, jetzt macht das nämlich so. Das ist doof. Jetzt scheint es jetzt zu sehr nach oben und fallen in die falsche Richtung. Hast du irgendeine Idee, Desse? Ich bin auch schon am Überlegen. Also ich denke, ich gehe einfach mal davon aus, dass sie auf jeden Fall da hinten auf die Plattform muss, weil da auch die Harfe abgebildet ist. Würde ich jetzt mal schätzen. Echt? Ja. Ist da eine Harfe abgebildet? Ja, da sind ja überall Harfen. Hier, siehst du? Ja, stimmt. Sehe ich jetzt auch. Also ich würde mal schätzen, dass sie dahin muss. Gut, dann müssen wir Cloud irgendwie richtig positionieren. Theoretisch in die Richtung. Du kannst sie doch da drauf stellen, oder nicht? Stimmt, und dann gehe ich hier hin. Dann gehst du wieder auf Link zurück, genau. Genau, stimmt, das könnte funktionieren. Dann spiele ich nochmal unsere schöne Sonate des Puppenspielers. Und hab die falsche Taste gerührt. Dann spiele ich sie halt nochmal. Mein Gott. Es gibt nie genug Sonaten. Was? So, Flieg und Sieg, Medoli. So, und Und vielleicht kannst du die Statuen da wegmachen, indem du die auf die Stirn triffst. Weil die haben auch das gleiche Zeichen auf der Stirn. Tatsache. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir lassen jetzt aber Medoli, würde ich sagen, mit dem Rücken zu dem Ding stehen, würde ich sagen, ne? Ich würde auch sagen, ja. Müsste so passen, oder? Ja. Gut. Jetzt ist das Schild und zielt auf sie. Vielleicht macht sie das ja auch dann schon automatisch. Erstmal Medoli treffen. Aber es reflektiert anscheinend nicht. Wie kommen wir da dran, ist die Frage. Das bringt uns auch nicht weiter. Haben wir denn irgendein Item, was uns vielleicht weiterbringen könnte? Nicht wirklich, ne? Nö. Ja, wir rätseln hier gerade schon ein paar Minuten. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum die Dinger nicht kaputt gehen. Ja, wahrscheinlich ich könnte mir sogar vorstellen, dass die verschwinden, wenn ich da... Wobei, ich könnte mir auch vorstellen, dass dann dahinter das Stück Wand weggeht und dann dahinter irgendwas. Das war schon mal in der letzten Folge. Allerdings könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass das dann weggeht und ich dann als Link hier einfach hochklettern kann und mir die Dinger zurück kann. Die Kiste, die ich schon gerne haben möchte. Ich weiß zwar nicht, was da drin ist. Wenn ich Pech habe, reste ich jetzt hier rum und es werden 50 Rubine oder so ein Mist. Ich bin übrigens auf Rubin Maximum seit geraumer Zeit. Das wusste ich auch schon. Also ich würde sagen, dass Link auf jeden Fall dahin muss. Okay, versuche ich nochmal die Sonate. Macht. Macht gar keinen Sinn. Wobei, jetzt ist die Frage. Mit Medoli kann ich nämlich nicht zielen. Und vor allem, wenn ich jetzt Cloud da so stehen hab, dann ballert er irgendwo da oben hin. Ja, ja. Und ich glaube nicht, dass da oben noch irgendwas ist, was mir weiterhilft. Hier ist nur Decke. Also muss Cloud theoretisch schon mal dahin. Weil mit dem kann ich zielen. Hast du ja gerade gesehen. Ja, aber dafür zielt sie ja zu viel durch die Gegend. Ja, aber irgendwie muss es ja funktionieren. Da hoch. Oh, sie kann doch zielen. Ja. Warte mal, ich habe eine Idee. Wenn ich jetzt ziele, vielleicht ein bisschen mehr in Cloud
Aha. Ah! Ich muss also doch dafür zielen, dann mache ich erstmal die drei Teile kaputt. Da ich die nicht. Einer reicht doch. Ja, aber so habe ich die schon mal nicht mehr im Weg. Ach so. Falls ich doch irgendwie. Noch ein bisschen nach da. Da ist das Ding. Gut, dann kommen wir jetzt schon mal in die Kiste. Jetzt möchte ich aber gerne noch das Symbol unten weg haben. Dafür ziehe ich dann jetzt mal. Ich möchte eigentlich gerne ein bisschen mehr in die Mitte von dem Ding zielen. Ist das so? Nein, das ist genauso wie gerade. Das ist viel zu weit. So, und jetzt dahin. So passt das doch, ne? Ja. So, jetzt hoffe ich, dass sie so bleibt. Das bleibt so. Das sieht gut aus. Dann hole ich mir jetzt erstmal die Kiste. Kisten am Vorrang. Naja, okay. Meine Begeisterung hält sich durchaus in Grenzen. So, jetzt kannst du theoretisch da oben stehen bleiben und dann einfach genau das Ding zielen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Da würde ich das Ding auch gerne sehen. Und dann ziele ich einmal ungekonnt auf das Ding. Fertig. Und bumm, es löst sich auf. Yes, sir. So, der Witz ist, jetzt muss ich nochmal die Sonate spielen. Weil die nirgendwo runterspringt. Und ich muss die ja mitnehmen. Ja. Also ich denke mal zumindest, dass ich die jetzt immer noch mitnehmen muss. Mhm. Mal sehen, was wir hier. Noch mehr? Zeichen. Jetzt wollen sie es aber alle wissen, wa? Aber wir haben hier schon unser Licht. Das ist wahrscheinlich, damit die Tür da aufgeht dann gleich. Irgendwie. Würde ich auch sagen. Wo führt uns das denn hin überhaupt? In den großen Raum. In den großen Raum? In dem ich schon mal war, glaube ich. Ja, da war ich schon. Das sind die Räume, wo ich noch nicht war. Wir haben also noch einiges vor uns. Ja. Gut, dann. Na gut. Meinetwegen. Können wir auch so machen. Ja. Stelle ich Meduli so dahin, dass sie zu mir reflektiert, weil mit Cloud ist, glaube ich, besser mit Zielen, ne? Ja. So, Meduli, dann mach mal dein Ding hier. Das war ein bisschen sehr gefehlt. Falsche Taste, falsche Taste. Ach ja, also ich muss dafür auch logischerweise im Licht stehen. So passt das, ne? Ja. So, dann zurück. Dann stelle ich mich mal gekonnt da rein. Oh, das blendet, ah! Das Kamehameha, das Kamehameha ist zu stark! Das ist so geil! Das Kamehameha ist zu stark, ich sehe gar nichts, geil. Ein bisschen höher. Ja, du warst. Da war's doch. Nein, 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 nein. Runter? Ja. Ja, jetzt haben wir's. Da sind die Rubine. Juppie. Die ich absolut nicht brauche. Yay. Ich muss mal gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man irgendwie eine bessere Geldbörse kriegt noch. Mhm. Oder zumindest eine größere. Ah, jetzt sind wir hier oben. Jetzt die Frage, bringt uns das was? Weiß ich nicht, kannst du da drauf springen auf das Ding? Ah, ich weiß, was zu tun ist, ich weiß schon. Das ist eigentlich nur ein Shortcut. Ich hätte auch, glaube ich, theoretisch einfach wieder zurückgehen können. Mhm. Aber ich brauche die beiden hier. Ich fliege bewusst drüber, weil wenn ich da drin lande, dann kann ich für kurze Zeit keine Items verwenden. Mhm. Also, die kann ich ja schon mal positionieren, theoretisch. Zurück. Ich hoffe, sie bleibt so. Sieht gut aus. Ja. Und das Dekoblatt. Weiter des Amtes. Uah, Kawabanga. So. Muss reichen. Ja. Und dann schnappen wir uns mal den Schild und zielen auf die andere Seite vom Ding. Der Mond. Ja, das wird gleich zur Sonne. Ah. Geht doch. Dadurch lichtet sich das, der Nebel. Und wir können. Und wir können runter. Sehr schön. Und jetzt können wir erstmal smashen, was uns gar nichts bringt. Wobei wir könnten vielleicht eventuell magische Power kriegen. Was mich freuen würde. Ah, da haben wir schon etwas. Ja, haben wir ja voll. Kriegen wir dann auch noch ein halbes Herz. Ein halbes Herz vor allem. Weil man in diesem Spiel auch halbe Herzen findet. Okay, dem ist nicht so. Aber. Da unten links ist noch ein Raum, den ich noch nicht gekommen habe. Das müsste. Ja, der Weg. Der Weg.
Ja, der Weg. Mhm. Das mache ich doch erstmal, ne? Ja, klar. Ah ja, ich erinnere. Dieses Drecksvieh, ne? Das erschreckt mich jedes Mal. So, mit denen hatten wir auch schon unsere Bekanntschaft gemacht. Ja. Und da kommt die tolle Hand wieder. Yay. Was? Ich komme das Ding nicht raus und dann. Wo lande ich jetzt? Da. Ach, geht ja noch. Hm, die Tür war's, ne? Ja. Ja. Ist Medulin auch noch da jetzt in dem Raum? Ja, anscheinend. Sieht so aus. Ja, da ist sie doch. Ich komme schon wieder Gegner, ne? Komm ran, komm ran! Das war zu nah. Alter! Stress mich nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Das Ding hat mich in den letzten Folgen nie gepackt. Aber jetzt auf einmal, weißt du? Das ist der Vorführeffekt. Ja, so nach dem Motto. Hi. Was so schön war. Alle guten Dinge sind 80. Quasi. Komm raus. So, wenn wir jetzt in die kommen, dann können wir die scheiß Hand packen. Pass auf. Ah, komm raus. Das ist auch schön. Da haben wir unser halbes Herz. Jetzt die Frage, kommt die auch ins Licht? Oder bin ich da safe? Also nicht. Ne? Ich komme ins Licht. Würde ich erst kaputt machen. Weil die nervt mich dann doch so ein bisschen. Hey, komm raus. Kackhand, komm raus. Ich roll schon über das Scheißteil und das kommt trotzdem nicht raus. Bin mir jetzt erschrocken wegen dem Licht. Meine Fresse. Ach, jetzt komm schon. Das ist aber eine scheue Hand. Dieses Drecksvieh, ne? Hat sie dich vielleicht mit dem Licht anleuchten? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, packt sie mich dann direkt? Weiß ich nicht. Die scheint aber einen bestimmten Weg abzugehen, so wie es aussieht. Ja, ne? Geht immer nur im Kreis. Wenn ich los, funktioniert nicht. Ja, aber da muss er ja irgendwas dagegen machen. Pff, YOLO. Ich mach das einfach mal so. Und hoffe, dass die Hand jetzt Link nicht packt. Oder Medulli. Dann können sie sich da draufstellen. Da getrost stehen bleiben. Und ich kann hier rein. Wo ich Medulli brauche. Wieso? Weil. Das. Nee, da. Kannst du die nicht nacheinander machen? Das ist eine gute Frage. Ja. Ja, doch, kann ich. Easy! Weißt du, da haben wir nämlich noch eine Truhe, die hole ich mir jetzt noch und weil es so schön ist, mal was können, machen wir andere auch noch auf. Gut. So. Mal sehen, was wir hier Schönes finden. Noch ein Glücksamulett. Yay! Weil ich so begeistert von den Dingern bin. Oh ja. Gut, dann gehen wir jetzt in die untere Etage, würde ich sagen. Ja. Wo ist Medulin jetzt? Steht, wurde die gefragt? Ja, die steht vorne, okay. Okay, okay. Hätte ich vielleicht sagen müssen, dass sie mir folgen soll. Ja. Come on! Come on! Anstatt sie von alleine auf die verdammte Idee kommt. Ja. So, dann gehen wir mal hier runter. Aber ich mach nochmal die Töpfe kaputt und alles. Ja. Ein Viertelherz haben und nicht haben. Mhm. Das kann entscheidend sein. Zwar ja unwahrscheinlich, aber es kann. Potenziell. Ich glaube. Nee. Okay. War ein Versuch wert. Ja. Ich muss übrigens auch immer akribisch darauf achten, dass die Treppen geht. Weil die eben hier nicht runterspringt und mir dann nicht mehr folgt. Die ist noch schlimmer als die Olle aus Resident Evil 4. Oh. Ja, du weißt, was ich meine, ne? Anna oder. Irgendwas mit A auf jeden Fall. Amy. Ashley? Eins von den dreien.
Irgendwie sowas in der Richtung war's. Guck mal, da vorne haben wir ein Triforce. Da will ich hin. Ah, ich weiß schon, was ich tun muss. Oh, erstmal. Geht die mal von. Danke. So, Nummer 1 war los. Der andere ist da hinten irgendwo rumnippeln. Ja, okay, das ist, das hier. Moment. Die Hymne des Terragottes. Kannst du mal sehen. Episch. Ist übrigens der Song aus dem Intro. So, damit öffnet sich uns ein neuer Weg. Und ich würde sagen, da unten ist Nebel, würde ich sagen. Ja. Da sollten wir, glaube ich, noch nicht runter. Aber wie, es geht da auf jeden Fall weiter und da um Ecke ist dann wahrscheinlich auch noch irgendwas. Aber da würde ich ja später hingehen. Vielleicht kommst du da ja auch so über Umwege nochmal hin. Oder ich fliege. Oder so. Weil das sind ja immer wieder Plattformen, auf denen ich Tisch landen kann. Vielleicht bringt mir das ja was, wenn ich das so mache. Jetzt ist die Frage, was Dom Ecke ist. Eine Tour kann sie nicht öffnen. Ne? Ja. Unpraktisch. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn die angegriffen wird, die Alte. Flieg und Sieg. Die muss nochmal zwischenlanden. Okay, ja. Mit der Landung werde ich dann die Folge beenden, würde ich sagen. Denn die Folge ist schon, bisschen, fuck. Lang geh weg und sterbe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Legend of Zelda The Wind Waker wieder. Und bis dahin, tschüss. Auf Wiedersehen. Und ciao.